kommt es nach den Entlassungen von Hasan Salihamidžić und von Oliver Kahn zum Rücktritt von Thomas Tuchel und damit dem ganz großen Bayern-Knall? Genau diese These haben jetzt zwei TV-Experten aufgestellt. Und ich sage euch ganz ehrlich, so weit weg ist das gar nicht von der Realität. Denn ihr dürft nicht vergessen, Hasan Salihamidžić, der stand im täglichen Austausch mit Thomas Tuchel, das hat er auch nochmal in einem Interview bestätigt. Und Oliver Kahn hat er auch jede Woche gesehen. Die haben ihn zum FC Bayern München geholt und jetzt wurden sie gefeuert. Alles dazu hier im Video. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und, falls ihr es noch nicht getan habt, ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aber damit zum Thema. Aktuellen Medienberichten zufolge, da steht hinter der sportlichen Zukunft von Thomas Tuchel ebenfalls ein Fragezeichen. Und das ist natürlich ganz klar, seine Gönner, seine Leute, die ihn zu den Bayern geholt haben, mit denen er täglich zu tun hatte, die wurden jetzt entlassen. Da hat auch mal der TV-Experte Didi Hamann mal was Richtiges gesagt. Denn er sagte, wenn so mit den Leuten beim FC Bayern München umgegangen wird, dann musst du dich fragen, willst du für diesen Verein arbeiten? Ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass er bald nicht mehr Trainer ist, auf eigenen Wunsch. Und Thomas Tuchel, der ließ im Interview wirklich einiges durchblicken. Er sagte, ich muss das auch erstmal verarbeiten. Ich weiß davon seit gestern. Und auf die Frage, ob er denn auch in der nächsten Saison Trainer beim FC Bayern München sein wird, da hat er nur ganz kurz geantwortet und sagte, da gehe ich jetzt mal davon aus. Vielleicht wird er auch entlassen. Am Dienstag ist die große Sitzung beim FC Bayern München, da wackelt nochmal jeder Stuhl, der jetzt gerade noch fest scheint. Ähnlich wie Didi Hamann sieht das auch Erik Meyer von Sky. Denn der sagte oder geht sogar davon aus, dass Tuchel freiwillig beim FC Bayern München hinschmeißt. Er sagte, ich denke, dass er auch nicht mehr da ist ab Montag. Und ich sage euch ganz ehrlich, das wäre schon ein richtiger Super-GAU. Man könnte damit aber auch sagen, okay, jetzt machen wir einen kompletten Neuanfang und dann kann ich mir sogar vorstellen, dass Xabi Alonso zum FC Bayern München zurückkehrt, mehr oder weniger. Und Hoeneß und Rummenigge, die sind ja sowieso schon in den Startlöchern und vielleicht gibt es sogar den Umbruch auf der Trainerposition. Aber man muss ganz klar sagen, es sieht aktuell nach diesem dramatischen Saisonfinale wirklich jetzt erstmal ganz, ganz düster aus beim FC Bayern München. Aber es kann genauso gut sein, dass Tuchel der neue starke Mann bei den Bayern wird und jetzt sehr, sehr viel Verantwortung als Trainer bekommt, sehr, sehr viel in die Kaderplanung mit eingearbeitet wird, so wie es in England teilweise auch der Fall ist. Auch das ist gut möglich. Vielleicht wird auch Hasan Salihamidžić gar nicht ersetzt. Alles Modelle, die hier in Frage kommen. Aber genauso gut ist auch ein Rücktritt von Thomas Tuchel eine Option. Was haltet ihr davon? Glaubt ihr, es kommt zum Super-GAU beim FC Bayern München? Gerne eure Meinung in die Kommentare. Und falls ihr es immer noch nicht getan habt, dann lasst doch jetzt auch nochmal ein Like und ein Abo da. Und einen schönen morgigen Feiertag. Wir hören uns in ein paar Stunden erneut.